Willkommen bei Chappie erklärt euch die Apple-Welt. Heute wieder mit Apple AirPod Fakes. Zu meinem letzten Video hatte ich euch ja die i12 gezeigt. Davon war ich eigentlich relativ begeistert, aber die Qualität der Kopfhörer, was die Musik betrifft, war okay, aber war so ein Grundrauschen dabei und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Sonst fand ich die extrem cool. Also habe ich schon mal geguckt und habe jetzt die i14 gefunden. Das ist quasi die Nachfolgeversion oder die zweite Nachfolgeversion. Und die hat einige Sachen anders und ich hoffe auch besser. Und das will ich mit euch zusammen jetzt mal uns angucken. Also vom Case her ist es ein bisschen anders. Das ist so ein, ja, so ein Pappcase, auch recht edel gehalten, aber nicht so, dass wird letztes Mal vom, das sah so aus wie von Apple direkt. Wir haben hier auch eine kurze Anleitung wieder bei, mit ein paar Facts, wie viel Milliampere die haben und so weiter und so fort. Und hier sieht man schon, Charging Box Kapazität 400 mA. Das ist so schon das Erste, was auffällt. Und zwar können wir diesmal in dieser Box auch laden, ohne externen Anschluss, wie das bei den Original Apple AirPods auch der Fall ist. Und wir sind optisch noch näher rangerückt. Wir haben diesen Silberstreifen hinten und haben diesen Button da. Weiterhin ist das hier so eingepackt, wie man das von Apple auch kennt. Wenn ich jetzt aufgerichte. Na, die packen das auch immer so ein. Das haben die hier auch wunderbar kopiert. Ich bin nur irgendwie zu doof, das aufzupacken. So. Jetzt ist es aufgepackt und wir sehen auch hier unten haben wir jetzt einen Lightning-Anschluss und wir haben auch ein Lightning-Kabel. Ja, also alles jetzt noch ein Stück näher ans Original gerückt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der Deckel geht immer noch bescheiden auf, aber es ist ein Magnetverschluss. Wie beim Original. Ja. So, die Pods gehen auch besser raus wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren die ja gesteckt. Jetzt sind die auch mit so einem magnetischen Verschluss. Also, die haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Ja. Das Case, wie gesagt, das ist hier irgendein Licht am Blinken. Was das heißt, weiß ich noch nicht. So, und jetzt gucken wir uns auch die Pods an sich mal an. Die sind jetzt auch noch näher am Original, weil wir haben nicht diesen Druckknopf wie beim letzten Mal, sondern wir haben Touchknöpfe. So wie es auch von den Original-Pods gewöhnt ist. Also sehr, sehr schön. Die Jungs haben einiges dafür getan, dass es dem Original um einiges näher kommt. Von der Größe her sind die auch genau gleich. Und die Koppelung erfolgt analog. So, ich habe die jetzt mal connected und probiert und gemacht und getan. Und man muss sagen, sie haben wirklich einiges getan, um diesen Fake noch schöner zu machen. Also wenn ihr die erste Mal connectet, geht auf eurem iPhone sogar unten so ein Bildchen, ein Symbol auf. Connect den Apple AirPods mit so einer Animation. Also da haben sie sogar dem iPhone vorgegaukelt, das wäre ein originales. Wenn ihr hinten auf diesen Knopf drückt, dann wird gepairt, funktioniert wunderbar. Dieses Rauschen oder dieses Grundrauschen, was ich bei den i12 bemängelt habe, das ist definitiv weg. Ihr habt kein Grundrauschen. Der Sound ist vernünftig. Bass ist immer noch nicht so richtig da. Und die Maximallautstärke ist schon um einiges niedriger wie bei den Original-AirPods. Die sitzen aber wunderbar in Ohren. Also ihr könnt joggen, ihr könnt hüpfen, springen, Gartenarbeit damit machen. Da habe ich die meistens bei auf. Das funktioniert wunderbar und für einen Preis von roundabout 25 Euro sind das in der Tat meine neuen Favoriten. Ja? Warum 150 bis 170 Euro für die Original AirPods ausgeben? Ganz ohne Witz. Man sieht es nicht, man merkt es nicht großartig. Die haben es wirklich jetzt fast perfektioniert. Wie gesagt, hier mit Magneten. Die Pods mit Magneten, ein Original Lightning-Kabel zum Aufladen, das heißt, er passt auch auf die normalen Charging-Boxes, die zeige ich euch auch nochmal in einem weiteren Video. Sehr, sehr nice, kann man
wirklich mal probieren. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch die kauft und die passen euch nicht und ihr sagt ihr, was der JP erzählt hat, war doch Quatsch, dann schenkt sie eurem Patenkind oder eurem eigenen Kind oder whatever, ja. Die 20 Euro, die kann man durchaus verkraften. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, sagt mir Bescheid, lasst ein Abo da, whatever, gebt mir eine Rückmeldung. Bis dahin, euer JP. Ciao, tschüss.